Kaputte Scheiben, Dachziegel, die vom Dach geflogen sind. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat in dieser Dachgeschosswohnung ein Feuer gewütet und sie völlig verwüstet. Ihre Lokalzeit aus Dortmund startet mit dieser Geschichte aus Haltern am See. Guten Abend. Ja, und nicht nur diese Wohnung ist betroffen. Die Nachbarwohnung blieb zwar vom Feuer verschont, aber Rauch und Ruß haben sie für Familie Perucci unbewohnbar gemacht. Und zwar für lange Zeit. Ja, und nun? Jetzt ist die Familie erstmal in einer Ferienwohnung untergebracht. Sie spielen Gesellschaftsspiele, um sich abzulenken. Doch so richtig will es Natascha und Klaus Perucci und ihren Kindern nicht gelingen. Zu präsent sind noch die Bilder der Nacht. Dieses private Handyvideo zeigt den Wohnungsbrand, der die Nachbarwohnung völlig zerstört hat. Als die Rauchmelder anschlugen, haben sie ein paar Habseligkeiten gegriffen und dann so schnell wie möglich das Haus verlassen. Ich bin wie blöd durch die Wohnung eigentlich gerannt, habe kaum was angehabt. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Vorher sagt man immer, ja klar, man muss Ruhe bewahren, Türen, Fenster schließen. Ich habe einen Eimer mit Wasser voll gemacht. Ich wollte noch löschen gehen, keine Ahnung. Ich habe hinterher nur noch den Eimer Wasser da stehen lassen. Und dann nur noch raus mit den Kindern. Ich hatte richtig Angst. Ich kann halt kaum schlafen und habe immer noch Angst, wenn es piept. Denn der Piepton zum Beispiel von der Mikrowelle erinnert sie sofort an den Alarmton der Rauchmelder. Auch Natascha Perucci belastet das Erlebnis schwer. Denn es ist in ihrem Leben schon das zweite Mal, dass sie vor einem Feuer flüchten musste. Das Trauma hatte ich eigentlich jetzt verarbeitet gehabt. So sage ich jetzt mal, seit ein, zwei Jahren ging wieder alles ganz gut. Ja, und jetzt kommt das alles wieder hoch und fängt alles nochmal wieder von vorne an. Ne? Neben dem seelischen Leid trifft die Familie besonders hart, dass durch den Qualm alle Möbel, Spielzeug und Elektrogeräte unbrauchbar geworden sind. Ob sie den Schaden ersetzt bekommen, ist offen, denn sie selbst haben keine Hausratversicherung. Wir sind ALG-2 im Finger und somit sparen wir an jeder Ecke. Da war es die falsche Ecke, an der wir da gespart haben. Wir haben eine Haftpflicht gemacht, weil die Haftpflicht eigentlich Pflicht war, als wir da eingezogen sind. Aber der Nachbar, der hat keine Haftpflicht gemacht. Und somit bleibt uns jetzt nur noch der Weg mit der Schulter zucken und fragen, wer bezahlt das jetzt? Beide Dachgeschosswohnungen sollen bald saniert werden. Doch Familie Perucci würde lieber nicht dorthin zurück. Es bin nicht nur ich, die wirklich Angst hat, wieder in diese Wohnung zu ziehen, sondern eigentlich die komplette Familie hat Angst, da wieder einzuziehen, weil das halt auch immer wieder diese Erinnerungen hervorruft. Der Brand in der Nachbarwohnung ist nach ersten Erkenntnissen durch einen zugestellten Nachtspeicherofen entstanden. Die Polizei ermittelt wegen grober Fahrlässigkeit. Das da hinter mir, das ist die Baustelle an der Kamener Straße in Hampelkum. Eigentlich sollte sie im vergangenen Sommer fertig sein. Eigentlich, dann hieß es nach den Herbstferien, aber allerspätestens zu Weihnachten. Sie ahnen schon, es wird immer noch gebaut. Seit fast 3 Jahren jetzt. Neue Versorgungsleitungen soll es geben, Fahrbahndecken, Rad- und Gehwege. Klar, das braucht alles seine Zeit. Aber so lange, das glaubt in Hampelkum mittlerweile keiner mehr. Leben in der Baustelle. Für die Menschen in Hampelkum inzwischen Alltag. Tausende von Autos quälen sich durch die Engstelle an der Kamener Straße. Mittendrin die Anwohner. Seit 4 Jahren wohnt Rolf Hellmich in dem Hammervorort. An die Kamener Straße ohne Baustelle kann er sich gar nicht mehr erinnern. Ja, also ich will die Stadt jetzt nicht ganz schlecht machen, aber planungsmäßig würde ich sagen, da ist Licht allein im Argen. Mit dieser Meinung ist Rolf Hellmich nicht allein. Die Anwohner in Pelkum sind mit den Nerven am Ende. Seit fast 3 Jahren Staus, Dreck und Lärm. Wenn die Müllabfuhr kommt oder aber im Berufsverkehr, läuft auf der Kamener Straße nichts mehr. Nach Feierabend braucht man hier gar nicht mehr langfahren. Das macht keinen Sinn. Ja, man fährt, wenn es geht, keine Autobahn mehr. Wenn man hier vom Zubringer kommt, das ist katastrophal. Katastrophal war die Situation auch schon im vergangenen Mai. Damals litten vor allem die Geschäftsleute unter den Bauarbeiten. Die Kunden blieben weg. Bäckermeister Ludger Kapschak hatte Umsatzeinbußen von bis zu 10.000 Euro im Monat.
Inzwischen ist vor der Tür des Bäckerladens alles fein. Das Problem hat sich einige Meter verlagert. Geschäfte haben hier während der Bauarbeiten geschlossen. Warum das Ganze nun schon so lange dauert? Laut Stadt gab es bei den Arbeiten immer wieder Probleme. Alte Kanäle mussten beseitigt werden. Anschlüsse passten nicht. Zwischenzeitlich gab es auch mal einen relativ hohen Krankenstand auf der Baustelle. Das ist dann auch noch mal so ein Grund, der ja, erstmal lapidar klingt, aber natürlich auch dann Arbeiten liegen bleiben und dann auch Folgearbeiten sich immer wieder verzögern können. Und in Summe kommt man dann natürlich zu so einer Verzögerung. Neue Zielmarke der Stadt, Ostern 2018. Dann soll endlich alles fertig sein. Und tatsächlich gibt es Menschen in Pelkum, die voller Optimismus in die Zukunft schauen. Wenn das komplett fertig wird, na, da kann man barfuß laufen. Schönen Tag noch. Danke auch. Na, ob man da barfuß laufen kann, wir warten mal ab und gucken gespannt weiterhin auf diese Baustelle. Das hier hinter mir, das ist Ahmet Toprak, Professor für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule in Dortmund. Sein Weg dahin, der war nicht einfach. Unbequem, kann man sagen, war er, und er ist auf jeden Fall erzählenswert. Und deshalb hat er sie aufgeschrieben. Die Geschichte des sozialen Aufstiegs eines türkischen Gastarbeiterkindes, kann man sagen. Titel: Auch Alis werden Professor. Wie es zu diesem Titel kam, das erzählt er gleich. Es ist ein Buch, das anderen Mut machen soll, deren Weg auch nicht völlig problemlos steil nach oben führt. Wie nötig das auch heute noch ist, darüber spreche ich gleich mit ihm hier im Studio. Vorher stellen wir Ihnen Ahmet Toprak schon mal vor. Für Ahmet Toprak ist Dortmund inzwischen Heimat geworden. Hier lebt der 47-Jährige mit seiner Familie und hat seinen Traumjob gefunden, ist Professor und seit 2014 Dekan an der Fachhochschule Dortmund bei den Sozialwissenschaftlern. Toprak hat 21 Bücher geschrieben, nur eins ist kein wissenschaftliches. Es erzählt von seinem Lebensweg, seiner Karriere. Doch bis hierhin war es ein langer und zum Teil auch steiniger Weg. Ahmet Toprak war 10 Jahre alt, als er seinen Eltern folgte und nach Deutschland kam. Ich habe den Hauptschulabschluss gemacht. Dann hat mein Vater gesagt, es gibt bei Fortwerken Ausbildungsplätze, ob ich mich auf die Schlosserlehre bewerbe. Da hätte ich vielleicht nur gute Karten. Und dann, ich kann handwerklich nicht viel und ich bin unbegabt. Und dann die Vorstellung, 40 Jahre lang in einem Beruf zu arbeiten, der einem nicht gefällt, habe ich gesagt, nee, wollte ich nicht. Ich wollte immer Lehrer werden, obwohl ich auf der Hauptschule war. Dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie ans Abitur rankommen. Dann habe ich gemerkt, das würde in Deutschland vielleicht nicht funktionieren. Und dann bin ich in die Türkei gegangen, habe Abitur gemacht in der Türkei. Doch das war gerade zu Beginn nicht leicht. War der inzwischen 17-Jährige es doch durch den Schulbesuch in Deutschland gewöhnt, offen seine Meinung zu sagen? Das Gelernte habe ich in der Türkei auf das türkische Schulsystem übertragen und habe dann auch natürlich mit den Lehrern diskutiert. Wenn sie Mist erzählt haben, habe ich gesagt, ich teile ihre Meinung nicht. Und alle Schüler haben mich angeschaut, als ob ich lebensmüde wäre. Und das war natürlich nicht gewünscht. Und vor allem, das ist ein autoritäres System. Wenn man vor dem Lehrer aufsteht, muss man Jacket zu machen und dann um Erlaubnis bitten. Und ich habe das einfach alles nicht gemacht. Hab den Lehrern widersprochen und dafür habe ich Ohrfeigen bekommen. Doch er schaffte sein Abitur, kehrte zurück zu seinen Eltern nach Deutschland, begann ein Studium, promovierte und schaffte es innerhalb kurzer Zeit hierhin zum Hochschullehrer für Erziehungswissenschaften. Gern erzählt er seinen Studenten, wie der Titel seines Buches entstanden ist. Aber eigentlich geht es bei dem Buchtitel darum, dass ich mich auf eine Professorenstelle beworben habe in Düsseldorf an der FH. Und ich war damals 31, glaube ich, und dann kam einer und dann hat gesagt, ey, was machst du hier? So, wie man mit Türken hat so redet, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Termin bei Frau XY, der hat doch keine Termine mit dir, die hat Termine mit angehenden Professoren, hat er dann gesagt. Ja, ich bin einer von diesen angehenden Professoren. Dann hat er mich wirklich von oben bis unten angeschaut und gesagt, meine Güte, jetzt werden auch die kleinen Adis Professor. Professor Topraks Geschichte macht vielen seiner Studenten Hoffnung. Ich finde seine Geschichte sehr interessant. Ich habe selber einen Migrationshintergrund. Also für uns ist eine sehr große Motivation. Dass er das alles geschafft hat und umgesetzt hat und ja auch viele Schwierigkeiten in den Weg, so viele Steine in den Weg gelegt bekommen hat, das finde ich schon beeindruckend.
Und so ist sein Buch über seinen Lebensweg auch eine Mutmachgeschichte für viele andere. Und darüber möchte ich mit ihm reden und freue mich sehr, dass Professor Ahmet Toprak jetzt hier ist. Herr Toprak, guten Abend. Guten Abend. Die Geschichte zu Ihrem Buch mit dem Titel Auch Alis werden Professor haben wir gerade im Film gehört. Würden Sie sagen, solche Erlebnisse passieren Ihren Studierenden heute auch noch oder können passieren? Theoretisch kann das immer passieren, weil die Vorurteile, die ich erlebt habe, sind nicht abgeschwächt. Jetzt auch durch die Menschen, die zu uns gekommen sind, die Flüchtlinge. Dadurch hat das Ganze nochmal eine andere Dimension genommen. Ich denke schon, dass es dann noch passiert, weil Studierende mir das auch erzählen. Was erzählen die? Was erleben die heute? Also was man den Menschen mit Migrationshintergrund nicht zumutet, dass sie dieselben Leistungen erbringen können wie zum Beispiel Deutsche. Mhm. Wenn man natürlich einen grammatikalischen Fehler macht, kann passieren, aber es wird sofort dann damit erklärt, dass der Migrationshintergrund hat. Es gibt aber auch positive Diskriminierung, das heißt, es wird ihnen weniger zugetraut, weil sie das sonst nicht schaffen würden. Und das ist, diese positive Diskriminierung ist auch Teil des Problems, weil viele dann unterfordert sind. Also es gibt unterschiedliche Varianten von Diskriminierung. Aber was ich auch gut finde, es ist ja nicht so, dass es nur negative Aspekte gibt, die ich erlebt habe. Es gibt auch positive Aspekte und die haben mich natürlich auf diese Professur gebracht, die immer wieder so kurz kommen. Also das ist auch ganz wichtig, dass man das Positive erwähnt und nicht immer nur das Negative. Aber da wollen wir trotzdem auch noch mal hinschauen. Würden Sie sagen, die Studierenden und die Schülerinnen und Schüler heute, die mit Migrationshintergrund sind, die haben es genauso schwer wie Sie damals, als Sie angefangen haben, herkamen, oder haben Sie es heute leichter? Ich kann es nicht sagen. Es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen mit Migrationshintergrund schwerer haben. Das belegen die Zahlen. Wie die Jugendlichen dann sich aber in dieser Situation fühlen, das ist subjektiv, das können wir nicht bewerten. Aber die harten Zahlen sagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl sie dieselbe Leistungen erbringen, wie zum Beispiel Deutschstämmige, trotzdem nicht für ein Gymnasium empfohlen werden. Und ich glaube, das hängt auch schon damit zusammen, dass man denen nicht zutraut, dass sie die gewünschte Unterstützung im Elternhaus bekommen. Das ist einmal das Wichtige, Unterstützung aus dem Elternhaus, aber natürlich auch, und das haben Sie auch bekommen, dass man eben Förderer hat, die einem dann auch Mut machen. Jetzt möchten Sie Mutmacher sein für Ihre Studierenden, auch an die Hochschule zu gehen. Würden Sie sagen, dass da noch zu wenig Förderung da ist für die Leute, die es brauchen? Also alleine Förderung reicht nicht aus. Förderung ist wichtig, aber ich glaube, um so weit nach oben zu kommen, muss man auch sehr, sehr viel Disziplin haben. Mhm. Man muss auch den eigenen Willen haben und nicht bei jeder Kleinigkeit auch den Rückzieher machen und sich nicht in die Opferperspektive begeben. Es gibt hier und da Diskriminierung, aber einige Menschen mit Migrationshintergrund neigen eben auch dazu, in dieser Opferrolle zu bleiben. Und das will ich auch betonen, dass man eben da nicht bleibt. Es gibt Menschen, die Rassisten sind, das gibt es überall, aber nicht sich zurückziehen, sondern sagen, der Mann ist blöd oder diese Frau ist doof und dann einfach weitermachen, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das Gute an einem möchten und auch bei Migranten. Deshalb nicht sofort sich in die Opferperspektive begeben. Das finde ich einen sehr guten Aspekt und finde es sehr gut, dass Sie das auch noch mal sagen. Also man muss auch selber was tun, man muss auch selber was leisten und kann sich nicht darauf ausruhen, dass man vielleicht abgestempelt wird und dann eben sich als Opfer sieht. Vielen Dank, Herr Toprak, dass Sie heute Abend da waren und zu Ihrem Buch erzählt haben. Alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen Alfie vorstellen. Das ist Alfie hier hinter mir und der Alfie freut sich gerade über Leckerchen. Und sein Frauchen freut sich auch, denn sie kann sich Leckerchen und Futter für ihren kleinen Liebling nicht leisten und ist auf Spenden der Tiertafel in der Dortmunder Nordstadt angewiesen. Ja, und da geht es ihr wie vielen anderen Tierhaltern auch. 100 Menschen kommen regelmäßig, um für ihre Haustiere Futter zu bekommen. Die Helfer der Tiertafel helfen so gut sie können und das ehrenamtlich. Eine von ihnen ist Ilona Pusch und der haben wir bei ihrer Arbeit mal über die Schulter geschaut. Es ist der letzte Freitag im Monat und der Andrang wieder riesengroß. Viel Arbeit für Ilona Pusch, die Futterspenden für die bedürftigen Tierhalter austeilt. Kleiner Hund, kleine Katze, kleine Dosen, alles klein. Viele Tierhalter haben mehrere Tiere, meist als Familienersatz. Manche kennt Ilona Pusch seit Jahren.
Ich mache das jetzt seit 30 Jahren, liebe Tiere immer noch, finde Tiere immer noch toll und setze mich dafür ein. Und genauso setze ich mich auch für Menschen ein. Wenn sie meine Hilfe bedürfen, kriegen sie meine Hilfe. So einfach ist das. Das Tier kommt bei mir an erster Stelle. Ich würde eher für das Tier verzichten. Erst mal ein Hund und dann komme ich. Für solche bedürftigen Tierhalter fährt Ilona das Tier auch zum Tierarzt. Und es werden immer mehr Fahrten. Den Transport und die anfallenden Kosten übernimmt dann der Dortmunder Tierschutzverein. Sie setzt sich leidenschaftlich für Tiere ein, eigentlich schon ihr ganzes Leben. Es ist ein tolles Gefühl, für Tiere unterwegs zu sein. Ich liebe Tiere schon seit meiner Kindheit. Meine Mutter ist die erste Vorsitzende vom Tierschutzverein und von da an haben wir als kleine Kinder schon immer mit Tieren zu tun gehabt. Und ich habe dies auch an meine Kinder weitergegeben, sodass die auch mit Tieren aufgewachsen sind und die von klein auf an die Achtung vor der Kreatur gelernt haben. Da kann man nicht früh genug mit anfangen. Ankunft beim Tierarzt. Auch er kennt die prekäre Situation vieler Halter. Ilona Pusch vermittelt und meistens finden sie zusammen einen Weg, wie dem Tier trotzdem geholfen werden kann. Sie kümmert sich auch um freilebende und verletzte Tiere. Auf ihren Fahrten hält sie die Augen offen. Wenn ich sehe, dass ein Tier meiner Hilfe bedarf, dann nehme ich es mit. Und wenn das ein angefahrenes Kaninchen auf der Straße ist. Weil bei mir ist meine Einstellung so, dass kein Tier leiden muss. Und wenn ich es verhindern kann, dass das Tier Schmerzen empfindet, dann nehme ich es mit und bringe es dann zum nächsten Tierarzt. Nächste Station für die Tierliebhaberin. Futterspenden bei Supermärkten einsammeln. Diesmal ist die Spendenbox voll. Leider, so Ilona Pusch, geht die Bereitschaft zu spenden zurück, obwohl es immer mehr Tiere gibt, die darauf angewiesen sind. Zurück bei der Tafel. Im Moment haben die sechs Ehrenamtlichen alle Hände voll zu tun. Hier gibt es nicht nur Futter, sondern auch was Warmes für die kalte Jahreszeit. Die Situation vieler Menschen mit ihren Tieren macht Ilona Pusch nachdenklich. Es ist natürlich für unser hochtechnisiertes Land ist es peinlich, dass wir so viele arme Menschen haben, die sich der Tafel bedienen müssen. Aber ich meine, einen gewissen Teil können wir natürlich abdecken, aber nicht alles über unsere Tafel. Und wenn die Bedürftigen und ihre Tiere die Tafel verlassen, kommen sie etwa zwei Wochen mit dem Futter aus. Und wir gucken jetzt, was sonst heute los war, kurz und kompakt. Aus einem Routineeinsatz wurde heute Nacht in Dortmund ein Kohlenmonoxidalarm. Ein Mietshaus musste vorsorglich evakuiert werden. Nachts gegen 23:30 waren Sanitäter aus ganz anderen Gründen in dieses Haus am Hellweg gerufen worden. Dann schlugen die Kohlenmonoxidwarner Alarm. Die Kollegen sind jetzt im Rettungsdienst heute standardmäßig mit diesen CO-Warngeräten ausgestattet. Und als die Kollegen die Zielwohnung betreten wollten, hat dieser CO-Warner ausgelöst. Und daraufhin sind dann Einsatzkräfte der Feuerwehr nachalarmiert worden. Fünf Erwachsene und drei Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht und später wieder entlassen. Nach Auskunft der Polizei waren der Zustand der Gastherme und die besondere Wetterlage die Ursache für das Kohlenmonoxid in der Atemluft. Die Deutsche Bahn will in Witten den Lärmschutz für die Anwohner an den Bahnstrecken verbessern. Dabei geht es um die Strecken, über die der Güterverkehr nachts läuft. Dort sollen unter anderem Schallschutzsende aufgestellt werden. Wo das nicht möglich ist, will die Bahn zum Beispiel den Schallschutz der Fenster an den Wohngebäuden verbessern. Geschätzte Kosten rund 7,5 Millionen Euro. Zur Stunde informiert die Bahn Anwohner über die geplanten Baumaßnahmen. Der neue Intendant der Dortmunder Oper, der will den Beginn der kommenden Spielzeit zusammen mit dem Publikum gestalten, mit einer Bürgeroper. Intendant Heribert Germeshausen möchte mit dem Klangprojekt Music Circus von John Cage die Spielzeit eröffnen. Dabei soll es verschiedene Aufführungsorte geben, vom Bahnhof bis zum Opernhaus. Umsetzen wird das Projekt Regisseurin Sigune van Osten. Jeder Bürger darf mitmachen. Jeder Bürger bringt das ein, was er kann. Er kann auch sprechen, er kann singen, er kann spielen, er kann tanzen. Und die Vielfalt ist entscheidend und dass möglichst viele zur gleichen Zeit, aber koordiniert zusammen dieses Stück spielen. Bis zum 31. März können sich alle, die mitmachen wollen, beim Dortmunder Opernhaus melden. Mehrere Unfälle haben heute Morgen den Berufsverkehr auf der A40 behindert. Zunächst war bei Wattenscheid in Fahrtrichtung Essen ein Auto auf ein Motorrad geprallt.
Der 25-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Während der Bergungsarbeiten bildete sich auch in Richtung Dortmund ein Stau. Grund dafür waren nach Polizeiangaben Gaffer. Die verursachten dann zwei Auffahrunfälle. Der Verkehr wurde auf den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ja, und jetzt geht's um, Sie sehen es schon, Frauenboxen. Und sagen jetzt vielleicht, na und? Ist doch völlig normal. Sollte man eigentlich denken. Für viele Vereine ist es völlig klar, dass Boxen für Männer und Frauen angeboten wird. Aber jetzt kommt das große Aber. Der Boxsportclub Hagenhaspe, der war bis vor einem Jahr ein reiner Männerverein. Dann wurde eine Frauenabteilung eingerichtet. Ja, und genau das passt einigen der männlichen Boxern so gar nicht. Sie sehen es gleich, es ist schon sehr erstaunlich, was Frauen auslösen können. Lara und Alia schenken sich im Ring nichts. Seit 9 Monaten trainieren sie ehrgeizig dafür, im Boxen richtig gut zu werden. Ich möchte kämpfen. Und ja, kämpfen halt, ne? Man powert sich hier aus und bei uns im Verein ist das auch so, es ist eine familiäre Basis einfach und das ist mir so gefällt und am Herzen liegt. Frauenboxen, das hat es im Boxclub Hagenhaspe seit 70 Jahren nicht gegeben. Aber dann passierte das Unglaubliche. Es gründete sich eine Frauenabteilung, die Boxer Ladies. Rund 20 Frauen zwischen 17 und 50 Jahren schwingen jetzt ihre Fäuste. Man kann gut den Frust ablassen. Die Woche im Büro, die schrecklichen Kollegen. Hallo, liebe Kollegen. Es macht auf jeden Fall Spaß, man ist gut ausgelastet. Alle Muskelpartien sind dabei. Voller Körpereinsatz, darum geht's beim Boxen. Bei den Frauen genauso wie bei den Männern. Doch bisher war man immer unter sich, die Luft nur erfüllt von Männerschweiß. Da durfte man ganz Mann sein. Und jetzt trainieren immer freitags auch die Frauen. Unmöglich. Ist das nicht für Frauen? Weil das braucht Kraft und so, wissen Sie? Also für Frauen schwimmen, Jogging, Basketball ist in Ordnung, aber Boxen nicht. Nicht gut. Warum? Weil sie nehmen unsere Trainingszeit weg. Wir müssen mal früher unsere Trainingseinheit beenden. Ja, wie ich finde, sollten lieber Frauen schwimmen oder, ich weiß nicht, Volleyball spielen. Ich finde, Frauen im Bikini sehen besser aus als beim Boxen. Diese Einstellung kann Reska Schamo so gar nicht teilen. Er ist der Trainer der Boxer-Ladies und steht voll hinter der Idee,